Ja, Leute, was geht ab? Wir ziehen uns heute nochmal ein neues Video von David aus dem Internet rein. Bisschen chillig, bisschen mal auch einfach mal schöne Sachen sehen im Internet. Nicht immer nur, hier ist einer abgeballert, hier habe ich wieder ein neues Porno-Video für dich. Nein, auch mal schön ein Rätselmann-Video reinlegen, mal schön einen kleinen Tasse Tee machen und deswegen müssen wir schön mal zusammen Daily Dose reinziehen, Freunde. Let's go! Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This mayor in Croatia was being interviewed when a 6.4 magnitude... Also der Mayor wurde auf jeden Fall mit 1 FPS interviewt anscheinend. ...the earthquake hit the area. Pogotovo što sve ono što smo radili u interesu... The fuck? Was fliegt da rum? Was? Ist da ein Haus eingestürzt? Wo man erkennt ja gar nichts. Da ist irgendwo auch was eingestürzt, oder? Interesu. Krass. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal wirklich ein Erdbeben erlebt. Das war irgendwann mal, es war hier in Deutschland, aber da war ich so 7 oder 8 Jahre alt. Das war auch nicht stark. Das war so, dass man ein bisschen, ganz, ganz bisschen gemerkt hat, dass so ein Erdbeben war. Ganz, ganz bisschen. Aber so, wie wenn du vor deinem Haus so eine Baustelle hast und die fahren so mit diesem Rüttelwagen da, sodass du so ein bisschen merkst und dass so, okay. Erdbeben, I guess. Was zum Fick geht denn da ab, Alter? Krass. Ah, das ist ein ganz gruseliges Gefühl, safe. Dobre. Ah, die Kameras sind ja cool. Kajde. This is what the tongue of a cat. Ich wäre gern der Hund. Cat looks like up close. What the fuck? Stimmt, aber das ist ja auch so rau, ne, wenn die einen abschlecken. Die haben so wieder Haare. Warum aber? Für was brauchen die das? Für so. Ah, ne, die putzen sich damit. Das ist dann wie so ein Kamm, oder? Das ist ja wie ein Kamm für die. Ah, schon ein bisschen gruselig auch. Ein bisschen gruselig ist es schon. So, das Ding ist, du hast ein Flugzeug, Digga, dann flieg doch einfach, also flieg halt einfach in der Luft. Das ist immer so, dann, weißt du, dann fahr doch einfach Boot, wenn du halt das machen willst. This cat is obsessed with the smell of this man's beard. Kann ich auch fühlen. Frauen bei meinem Bart immer. This is what it's like to ride the elevator in the Eiffel Tower. Boah, ich würde so. Ich war noch nie in Paris, ergo war ich noch nie im Eiffelturm. Ist aber beides ganz, ganz große Bucketlist. Paris, Eiffelturm, Louvre, Croissant und ein Milchcafé, essen und trinken an so einer Straßenkreuzung. Und diese eine verrückte Kreuzung da angucken, wo alle so verrückt fahren. Ja, und ein Baguette essen, I guess. Kann man sonst irgendwas in Paris machen und ein Fromage essen? In dieser Reihenfolge, richtig. Das ist crazy. Oh mein Gott. Aber ist auch unangenehm. Ich finde die Geräusche, die dieser Aufzug macht, wahnsinnig unangenehm. Ich habe keinen Schiss vor Aufzügen, aber ich möchte, dass ein Aufzug einfach modern aussieht, modern riecht, modern schmeckt und einfach moderne Geräusche macht. Ich will kein Quietschen hören, ich will kein Klappern hören, ich will nicht, dass der, wenn der fährt, so wackelt. Ich will einfach einsteigen, huhuhu, aussteigen und will nichts hören oder sehen von dem. Das ist mir zu viel Geklapper da. Oh Gott, das ist so ein Geräusch. Oh Gott, da wäre ich raus, Alter. Here's a baby armadillo drinking some milk. Armadillo, Gürteltier auf Deutsch, glaube ich, ist auf jeden Fall süß. Crazy. Sieht ein bisschen aus. Nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. This dog got caught practicing his mean face. Oha!
Jetzt bin ich jeden Morgen, wenn ich mir so, ey, du bist ein Killer, du bist eine Maschine. Und mir dann so, die, wisst ihr so, um so, weil der ist ja ein Golden Retriever, wenn ich das richtig sehe, oder? So, das sind jetzt nicht so die Hunde, die so am gefährlichsten sind auf dem Hundespielplatz. So, das sind dann, weiß ich nicht, da kommt dann so ein Terrier oder so, kommt zu ihm und ärgert ihn immer. Und dann weiß er, okay, heute geht's wieder auf den Hundespielplatz. Und dann macht er schon mal sein Mean Face. These baby burrowing owls were rescued and then released back in the wild, but they needed a little push. Rennen, sind Eulen im Boden? Warum rennen die in so ein Rohr? A photographer captured video footage of the International Space Station passing in front of the moon. LOL. Er meint natürlich die 2D-Animation, die von unserer flachen Erde aus an die Himmelsglocke projiziert wird. Meint er natürlich. Crazy. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Leute, das war mal wieder ein ganz, ganz wildes Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst eine Glocke da. Ich will's bis hier nach Stuttgart klingeln hören in meinen Ohren. Lasst ein Kommi da und seid einfach süß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Herzen. Danke für den Support. Bis dann.